Ja, hallo Leute, hier ist Mr. Harry Skywalker und heute, ja, das ist eine Custom Contest Einsendung für den Custom Contest von 96 Drachenblut 96. Ja, genau. Also in den Regeln stand, man darf zwei Customs einsenden. Und der Bessere wird dann halt gewertet. Und ja, wenn ich halt nur einen sende, das ist ja auch dann irgendwie eine vergebene Chance. Darum habe ich gleich zwei. Also hier mal den, kennt ihr schon, glaube ich zumindest, der RS Heavy Trooper. Und Orso. Nein, mal so. Nehme ich nicht. Ja, also fangen wir mal. Und dann, ich habe auch noch da als Zierde ein Yavin 4 Mock gebaut. Also ja, fangen wir da, also das sind unsere also Blümchen, Apfelbaum und ein Yavin Aussichts Plattform. Ja. Dann Helm fangen wir an. Also habe ich aus einem Stormtrooper-Helm, also Sturmtruppenhelm gemacht. Hat also Feuersalamander Muster. Auch da ist das komplette, das Visier. Alles, was da schwarz ist, ist das Visier. Und das sind also noch so die Atemfilter und so. Ja. Und da oben ist noch so Rost. Und ich wollte eigentlich auch noch Rost machen, nur ich, ja, es ging halt nicht. Dann haben wir da noch so Ross, also das ist so eine Mischung aus gelber und Jagdgrün-Rebellfarbe. Jagdgrün war es, glaube ich, ja. Dann ist er halt weiß. Ja, dann der Körper an sich. Ich spreche jetzt eine andere Stimme. Ein Clone Wars Clone DOS-Aufdruck. Entsprechend bemalt. Polram sieht so aus, dann Beine so, hat da so eine Sonne drauf und da halt so und da halt so. Ein Rucksack und da hinten ist halt blau im Torso und da blaue Arme. Ja. Dann kommen wir zu Orso. Ja. Hat halt einen roten Helm. Also einen Custom Helm. Der so aussieht. Ja, da halt zwei Lampen. Der hat doch auch so ein Augenimplantat wie Wolf. Hier ein Custom Program. Da am Torso sieht so aus. Arme sehen, also der eine Arm sieht so. Dann der Rückentorso so und der andere Arm so. Ja. Beine haben dann der Vorderseite so Farbe. Dann hier, Moment, gebe ich mal das mal weg. Es darf nichts abbrechen. Ja. Schwarz, rotes Tor, Kammer. Ja, Kammer. Und hinten auch noch so rot. Ja, das war's. Oh, so.
Ja. So. Ich hoffe, es hat dir gefallen, Drachenblut. Ja. Ich hoffe auch, es hat auch meinen anderen, also Zuschauern gefallen, vor allem meinen Abonnenten. Und dann habe ich noch Abempfehlungen zu vergeben. Also mal eine an Spiegeltür 77. Und so eine richtig dicke. Der hat jetzt auch schon, der wird jetzt auch bald sein 30-Abonnenten-Special hoch. Also lade das hoch. Oder hat schon hochgeladen. Und ja. Und dann noch eine an Leon Ulrich. Ja. Okay. Gut. Und dann komme ich noch zu einem Thema. Halt nochmal. Ich hatte nämlich, wie schon gesagt, ein Abonnent hat mich deabonniert. Dann hatte ich auf einmal wieder, also ich hatte 36 Abonnenten. Hatte ich 35, dann habe ich, danach hatte ich halt 35 Abonnenten. Dann hatte ich auf einmal wieder 36 Abonnenten. Jetzt habe ich wieder nur 35 Abonnenten. Und wenn das dasselbe ist, entscheide dich. Willst du mich abonnieren oder willst du mich nicht abonnieren? Ja, entscheide dich halt. Und mach nicht immer so, wie es dir gefällt. Ja, heute geht's mir gut, heute abonniere ich ihn. Und dann am nächsten Tag, boah, ich bin so scheiße, geht's mir heute. Ah, ich lass mir die Wut an ihn aus und die abonnieren jetzt. Ja, das mach nicht. Kapiert? Ja, da vergeht die Freundlichkeit in der Stimme. Ja. Es werden jetzt Harry Potter, Lego Harry Potter einen Stein in Lego-Fassung kommen. Natürlich, wenn Cold Mirror wünscht, dass ich es rausnehme, dann oder überhaupt, wenn sie will, dass ich es gar nicht mache. Also falls dieses Video sieht, was ich aber stark bezweifle, mache ich es natürlich nicht. Und wenn sie will, dass ich rausnehme, was ich auch stark bezweifle, weil ich glaube nicht, dass sie jemals Lego Harry Potter den Stein eingeben wird. Ja. Naja, ah, und noch die Abempfehlung an 96, Drachenblut 96. An die habe ich dran vergessen. Also an Spiegel 77, an Leon Ulrich und an 96, Drachenblut 96. Ja. Und Abempfehlung an mich. Ja. Ja, also jetzt geht mir langsam der Gesprächsstoff aus. Ah, nein, nicht. Habe ich vielleicht eh schon gesagt, aber ich sag's euch nochmal. Ich werde mein iPad jetzt jailbreaken und mache dann Let's Plays am iPad und ich stelle die Kamera nicht davor. Ich kenne schon eine App, mit der man Let's Plays machen kann. Und die mache ich dann. Mache ich also Minecraft. Obwohl ich dann, glaube ich, der 3 Millionste, 7000, 3 Millionen, 7627. Minecraft-Let's Player bin, ist mir egal. Und ja. Ciao, Leute.